Bleibt auf jeden Fall von den Vorarbeitern fern. Sie dürfen nichts von eurer Anwesenheit mitbekommen. Die Folgen könnten verheerend sein. Warum sagst du mir es nicht vorher? Mein Bekannter kennt hoffentlich einen Weg, die Lager zu zerstören. Er war schließlich mal ein Ingenieur der Legion. Geduld und Verständnis. Nach Shadrav. Okay. Nehmt die Blaupausen und reist nach Shadrav in den Wäldern von Terrokar. Wenn ihr in Shadrav seid, geht ins unsere Viertel und sucht nach einem Moark namens Salsalabim. Er ist wahrscheinlich an der Bar und ertränkt seine Sorgen. Da fällt mir ein, dass ihr ihn wahrscheinlich überreden müsst, uns zu helfen. Versucht ihm viel Geduld und Verständnis entgegenzubringen. Wenn das nichts hilft, dann versucht es mit Gewalt. Ich erinnere mich an diese Quest, das war, boah, ist das ewig her. Und vor allem hat es ein bisschen gedauert, bis man das fertig hatte, aber das macht ja nichts. Das können wir auch noch machen. Jetzt möchte ich aber erstmal hier das machen, warte. So. Ja, also hatte ich erzählt, ne, also ich finde das interessant zum Beispiel, was man da alles machen kann. Du kannst ja wirklich, du kannst einen Mann richtig zur Frau umoperieren heutzutage. Also, wenn ich mich da nicht ganz irre. Also, wenn das stimmt, was ich im Internet dazu gelesen habe. Das Schlimme, ich habe jetzt so viel dazu gegoogelt. Ich wette, ich kriege jetzt Werbung für Geschlechtsumwandlungs-OPs. Wenn ich demnächst im Internet surf. Festgehaltener Maka, hallöchen. Habt Dank, Fremder. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten sie mich sicherlich getötet. Ich wurde vor drei Nächten von diesem Finsterblut bei einem Nachtangriff auf Garada entführt. Was ich seitdem herausgefunden habe, wird wahrscheinlich die ganze Schermwelt in ihren Grundfesten erschüttern. Diese Finsterlinge versuchen, das Totem von Kardash wieder zu erlangen. Wir können nicht zulassen, dass das Totem in die Hände der Finsterblut fällt. Ihr müsst mir helfen zu fliehen. Und Fremder, falls ich es nicht bis Garada schaffe, müsst ihr Garrosh erzählen, was hier passiert ist. Achtung! Oh nein! Sie greifen an! Oh oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Der darf nicht sterben, das ist das Problem. Wie mache ich das? Ich glaube, die greifen eh. Greifen die mich an oder greifen die den an? Kann der überhaupt. Kann der sterben? Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, er kann sterben. Aber wird schwierig. So, na jetzt. Greif doch mal. Hallo? Greif den doch mal an hier. Na also. Haben die sogar was dabei? Tatsächlich. Neferstoff und. Ach, okay. Gut. Strauch die Buch. Ach. Nanu. Finsterblutgötzen. Juhu, die brauche ich auch. Also hier muss ich einiges machen auf jeden Fall. Sehr viel. So, dich muss ich jetzt begleiten. Du bist der Richtige, ne? Nicht, dass es da noch einen anderen gibt. Man weiß es nicht, weil hier so viele Spieler sind. Keine Ahnung. So, ja, die muss ich töten. Die Strauchdiebe. 20 Stück. Okay, die haben aber nicht viel Leben, deswegen geht das schnell. Stimmt, ich erinnere mich, das waren immer 20. Huch, was? Alter, Witz. Tötet der einfach... Das ging aber sehr... Ach, der ist auch... Wobei, der ist auch nur Stufe 65. Der macht das aber sehr schnell, echt. Krass. Wie schnell der gerade tot war da. Na? Ich meine, gut, wie gesagt, die haben halt wenig Leben, aber trotzdem. Also irgendwas mache ich falsch oder es liegt an der Klasse, dass ich so wenig Schaden mache? Ich weiß es nicht. Kann ich eigentlich... Nee, ich kann erst wieder mit Level 75 einen Fertigkeitspunkt vergeben. Das geht vorher nicht. 7 von 10 Götzen habe ich schon. Was habe ich überhaupt noch für Quests? Ich weiß es gar nicht. Hier sind so viele. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Es sind sehr viele Quests. Sehr viele. So. Schnarch. Lauf doch schneller, verdammt. Der läuft aber auch so langsam, das ist unfassbar. Schnarch. Schnarch. Schnarch, schnarch, schnarch. Schnarch. Meine Nase juckt, weil ich hier dauernd am Mikro hänge damit. Naja. Verdammt. Na, komm schon. Jetzt kommt bestimmt noch irgendwas. Na, 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 na. Irgendwas? Hallo? Irgendwas. Also irgendwas. Irgendwas? Irgendwas bleibt. Was? Nee, wie ging dieses Lied? Gib mir was. Irgendwas, das bleibt. Ach, das war das. Es ist besser, wenn wir uns jetzt aufteilen. Falls sie noch
mehr hinter uns herschicken. Hoffentlich schafft es einer von uns zu Garrosh. Lebt wohl, Fremder. Okay. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nicht sicher scheint. Okay, klar, wieso der andere die so schnell umgebracht hat. Verstehe. Ja, ja, okay, die sind wirklich sehr schwach. Kennt das noch jemand das Lied? Von wem war das? Von Silbermond, ne? Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nicht sicher scheint. La 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 la. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Nee, keine Ahnung. Bewohner von Sonnenwind, muss ich die nicht auch verbrennen? Nee. Ach, das war, glaube ich, das war die Allianz-Quest, ne? Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich echt gerade nicht. Muss mal gucken, ich nehme mal die fertigen hier raus. Verdammnis schmecken. Gisela, die alte nehme ich mal raus. Dafür nehme ich mal die anderen rein. Nee, das kommt raus. Die anderen sind schon drin. Das kann auch raus. Ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Das kann auch erstmal raus. Muss ich hier irgendwas machen? Was ist denn hier alles? Warte mal. Verderber der Finsterblut. Ach, die Essenz. Okay, Finsterblutgötze, Strauchdieb und was ist hier? Ich sehe das nicht. Da bin ich direkt drauf. Toll. Was ist denn das? Ich sehe das echt nicht. Bin ich direkt drauf? Ist ja blöd. Wahrscheinlich hier irgendwie ein Anführer. Ach, Orthor. Okay. Jetzt muss ich warten, bis der Orthor wieder respawnt ist. Ist es wenigstens... Hallo? Nein, ist natürlich nicht. Faulgesicht. Wieso nennt man sich Faulgesicht? Ist doch lächerlich. Ich will jetzt hier nicht warten, bis Orthor wieder da ist. Ist doch blöd. Ist doch echt blöd. Ich töte so lange hier Strauchdiebe echt mal. Also wirklich. So, sterbt ihr elenden Strauchdiebe. Und den anderen, den Vartun, muss ich auch noch töten. Ist der vielleicht inzwischen wieder da? Ich weiß es nicht. Wie hieß der? Vartun? Nee. Doch, Vartosun heißt der. Okay, Vartosun. Irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung. Habe ich jetzt die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Ist ja auch wurscht. So, Seewoger ist natürlich da. Und... Das gibt's ja nicht. Der ist ja wirklich da. Wetten, jemand anderes greift den vor mir an. Ich bin außer Reichweite. Ich muss hoffe nicht. Na komm schon, na komm schon, na komm schon, na komm schon. Jetzt. Na also. Ja, ich hab's geschafft. Okay, na gut, noch nicht. Ich muss ihn noch besiegen, aber das ist jetzt nicht so schwer. Na komm. Stirb. 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 Na also. So, da ist er tot. Irgendwie geht das langsam voran. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich sehr viele Quests mache und recht wenige abgebe. Da ist noch ein reiches Adamantit vorkommen, das möchte ich gerne mitnehmen. Hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig dahin. Schnarch. Schwimm schneller. Schwimm schneller. Schwimm schneller. Schwimm schneller. Schwimm schneller. So. Haben wir es auch schon? Na also. So, gab Erfahrung und Bergbau hat sich erhöht. Also die Bergbaufähigkeit. So. 364. Ich glaube, das reicht sogar schon für den heulenden Fjord. Also Bergbau, Kirschnerei, Lederverarbeitung, alles. Lederverarbeitung. Nee, Bergbau, Kirschnerei. Und Kräuterkunde. Genau, die Sammelberufe sind alle eigentlich gar kein Problem, muss ich zugeben. Problematisch sind eigentlich nur die, die anderen hier. Räuber der Finsterblut muss ich auch noch töten. Oh, da habe ich ja ganz schön viele schon getötet. Wow, ein von 10. Krass. Toll. Egal. Ja, was habe ich gerade erzählt? Achso, ja, die Sammelberufe sind alle nicht das Problem. Die kriegst du sehr schnell hochgelevelt. Aber die anderen Berufe, die Herstellungsberufe, sind manchmal echt ganz schön. Also, ich weiß ja nicht. Ist halt blöd, wenn du was herstellst und dann... Also, du sammelst sehr viel. Ihr habt ja gesehen, wie viel Thorium ich hatte, ne? Hatte ich vor ein paar Folgen. Ne? Sammelst sehr viel und im Prinzip... Ja, toll. Bringt nichts. Weil einfach... Ist der immer noch nicht... Gibt's doch nicht, der steht ja immer noch hier, der Faulgesicht. Ich könnte ihn in eine Gruppe einladen. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Ist bereits in einer Gruppe, na, wie praktisch. Yep, brauche ich. Brauchst den Boss hier. Ach da. Annehmen.
So, dann warten wir mal. Und warten. Hey, es gibt tatsächlich noch Leute, die helfen sich gegenseitig und laden sich gegenseitig in Gruppen ein, um so einen Boss zu machen. Es ist unfassbar, dass es sowas noch gibt. Wieso nennt sich jemand Vollgesicht? Das verstehe ich nicht. Naja, das dauert aber auch. Schnarch. Schnarch. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um circa 2 Stunden. Da. So, hier sage ich, in Kataklysmen sind die Mobs praktisch schon respawned, bevor man die getötet hat. Naja, ganz so schnell geht es auch nicht und hier wartet man Jahre. Naja, ganz so lange dauert es auch nicht, also übertrieben ein bisschen, aber wer hat sich das ausgedacht? Wieso? Das ist, ich verstehe das nicht. Hallo? Es ist ja, wow. Hey, da ist ja tatsächlich jemand, das ist ja unglaublich. Alter, wie schnell das jetzt ging. That's what she said. Huch. Huch. Das ging schnell. So, Huch. Danke und see you. Also, see you. Das heißt es eigentlich. Nicht U, sondern see you. Also, C und U. Halt auf U. Ausgesprochen, see you, also sehe dich. Also man sieht sich. So ist es besser. Ja. Ja, jetzt muss ich noch die Räuber töten. Das ist auch sehr schön. So. Kann man nicht mal Danke und Tschüss sagen, bevor die aus der Gruppe gehen. Ist ja schlimm. Ist ja wie im Instanzenbrowser. So, Räuber der Finsterblut. Auch du musst sterben, sagte ich. So. Ja, haben wir es ja bald, Mensch. Voran. Na? Also liebe Kinder, wenn ihr, also, oder liebe Zuschauer, wenn ihr mal groß seid später, nein, also wenn ihr WoW spielt und vor einem Quest-Mob steht und da andere Spieler sind, probiert doch mal die in eine Gruppe einzuladen. Also bei normalen Quest-Mob mit den Ausrufezeichen ist das eigentlich egal, weil da kriegt jeder den Kill oder da zählt es halt für jeden, der weißt du schon. Der da mit draufhaut, praktisch. Oder ein bisschen mehr mit draufhaut. Ich weiß gar nicht, wie viel man draufhauen muss. Aber bei normalen, ohne dieses Ausrufezeichen, zählt das halt nicht. Deswegen macht es Sinn, da die in eine Gruppe einzuladen. Sonst kriegt das nur einer und das ist blöd. Und dann warten wieder alle so ewig. Hier ist ein gefangener Kurenai. Übrigens. Wollte ich nur mal anmerken. So, ein Tauchdieb habe ich auch noch. Ach, erst 12? Echt? Krass. Dachte ich jetzt schon mehr. Egal. Na gut. Huch, was ist das denn jetzt? Ach, der Windmühlenflügel. Ich dachte gerade, was bewegt sich da durchs Bild? Also, naja. So, Verderber und die anderen noch. Okay, also ein paar muss ich noch töten. Hier sind schon wieder alle tot. Ja, verdammt. Dabei haben die nicht mal rote Hemden an oder sowas. Dass die irgendwie sterben müssten oder so. Nein, nein. Die sind einfach so tot. Versteht die rote Hemden wegen Star Trek? Diese Red Shirts, die werden ja gerne mal geopfert, um. Also wurden damals in der Originalserie gerne mal geopfert, um zu zeigen, wie gefährlich so ein Planet ist. Weißt du? Und bei jedem Mal dann. Er ist tot, stimmt. Von Dr. McCoy. Alias Bones, auf Deutsch Pille. Übrigens, war das keine schlechte Idee, ihn Pille zu nennen. Da haben sie echte. Ne? Weil auf Englisch Bones. Weil er halt Doktor ist. Weißt du, Bones, also Knochen. Und auf Deutsch halt Pille, naja, weil er halt Doktor ist, ne? Ist eigentlich kein so schlechter Name, möchte ich sagen. Jetzt. Finde ich jetzt nicht so schlimm. So. Die hier töten und dann schauen wir mal. Ja, wie viele Quests einfach ich hier machen kann. Es ist unfassbar. Wie viele vor allem schon fertig sind. Ich müsste die alle mal abgeben beim nächsten Mal. Das kann ja nur Jahre dauern, bis ich das habe. Bis ich die abgegeben habe. Echt. Naja, egal. Wird schon. Das wird schon irgendwie, ne?
Irgendwie klappt das schon. Oder ich nehme einfach noch eine Folge auf und gebe dahin alle Quests ab. Aber ich habe heute auch schon wieder 4 Stunden aufgenommen. Das reicht eigentlich. Ja, das reicht eigentlich. Möchte ich sagen. Würde ich jetzt mal sagen. So, es ist übrigens inzwischen Nacht geworden. So sieht der Himmel bei Nacht aus. Mit ganz vielen Namen drin, weil, naja. Nee, ja. Was mache ich denn jetzt? Hier ist noch... Oh, ich muss noch einen Strauchdieb töten. Wow. Dann mache ich das mal. Das ist vielleicht sinnvoll. Da ist er schon tot. So. Und der hier auch. Okay. Und weiter geht es jetzt mit... Hier muss ich noch schlammbesudelte Kerne sammeln. Da hinten muss ich noch was... Okay. So langsam wird es Zeit, mal die Quests abzugeben. Vielleicht erstmal hier. Oder? Ja. Komm, erstmal hier. So. Flieg schneller. Ich habe doch keine Zeit. Echt mal. Nein, Sauerfang dreht sich zu euch um. Rieche ich da etwa... Rieche ich da etwa Blut? Ich bedauere es sehr, dass ich euch nicht helfen konnte. Wie stolz ihr auf euch sein müsst. Meine Brust hebt sich allein von dem Wissen, was ihr getan habt. Gibt es noch mehr wie euch? Gibt es noch mehr Helden dort, wo ihr herkommt? Weiter. Würdet ihr mir eine letzte Ehre erweisen, Gorak? Ich möchte nicht nach Garada zurück. Ich glaube, dass mein Schicksal woanders liegt. Dass ich einst höheren Zielen folgen werde. Bitte geh zu Scharfseher Korhuk und sagt ihm, dass ich nicht zurückkehren werde. Dass ich nicht zurückkehren kann. Ich muss weiterziehen. Er wird es verstehen. Noch eine Quest zum Abgeben. Hat sich gelohnt, erst hierhin zu fliegen. War vielleicht sinnvoll. So, schlammbesudelte Kerne kann ich noch sammeln und dann, ja, ich glaube, das mache ich noch. Die Kerne, dann fliege ich aber nach, dann fliege ich nach Garada, gehe da ins Gasthaus, beende die Folge und beim nächsten Mal kann ich den ganzen Quests abgeben. Aber erstmal muss ich schlammbesudelte Kerne sammeln und Adamantit vorkommen. Natürlich auch. Also Adamantit-Erz. Die vorkommen nicht unbedingt. Da drüben ist noch eins übrigens. Das, also ein Teufelseisen vorkomme, aber auch Teufelseisen brauche ich. Wie viel Gold habe ich eigentlich inzwischen? 217 schon wieder? Was? Wo kommt das alles her? Nachtauge! Juhu, ein Nachtauge. Juhu, ein Schluck auf. Geil. Aua. Egal. Ja, der heilt sich sogar. Dann passt's ja. So, hier läuft eine Kröte rum. Die will ich nicht haben. Toll. Ja, Schlammkreatur. Mögest du sterben, während ich dich töte. Nee, was? Warte mal. Hä? Ach, keine Ahnung, was laber ich da wieder? Weiß ich nicht. So, wo ist denn jetzt da das Teufelseisenvorkommen? Ist das oben oder ist das hier unten? Ist das hier? Da hinten ist es. Okay, da möchte ich hin, das möchte ich auch mitnehmen. Es tut mir leid, ich muss es einfach mitnehmen. Ich könnte jetzt auch hinfliegen, aber aus irgendeinem Grund tue ich es nicht. Hala habe ich entdeckt. Verbleibende Wachen 8 von 15. Dass das überhaupt noch irgendwer macht, ist ja auch krass. Eternium-Erz, ach Mensch. Das freut mich. Kann ich bestimmt gut gebrauchen. Aber ich brauche noch mehr diese schlammbesudelten Kerne von diesen Schlammkreaturen. Die sich theoretisch hier befinden sollten. In diesen Schlammkreaturen, irgendwo. Vielleicht, ich weiß ja nicht. Flieg mal ganz kurz rüber hier. Mir dauert es lange, da hinzuschwimmen. Bin ich sogar zu nah an sowas. So, stirb du Schlammkreatur und gib mir so einen Kern. Kann ja nicht sein, ey. Muss ich jetzt 15 Stück töten, damit ich 5 Kerne bekomme, oder was? Also nach der Statistik sind es jetzt, selbst beim nächsten, was kommt, sind es jetzt sogar 20, die ich töten muss. Weil ich nach 4 dann erst einen Kern habe. Na, das wird aber noch... Das gibt aber... Das ist jetzt nur Zufall, hoffe ich. Ne? Ist sowieso nur Zufall. Aber das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch nur... Das sind aber die richtigen, ne? Das gibt's ja nicht. Stirb doch mal. Gib mir diesen Kern. Na, endlich. Ein Kern. Boah, geil. Das ist ja wie bei diesen kernlosen Weintrauben, wo du doch Kerne findest.
Manchmal. Sehr selten. Naja, keine Ahnung. So, Wasserpartikel finde ich dafür. Toll, was soll ich mit Wasserpartikeln? Ich kann nichts mehr tragen. Geil. Ich muss was verkaufen. Das gibt's doch gar nicht. Wieso kann ich denn nichts mehr tragen? Ist mein Inventar ernsthaft voll? Hier, das kann weg, das kann weg. Das hier kann weg. Das kann auch weg. Weg. Ja, weg. Okay, und jetzt erstmal diese Schlammkreatur hier töten. Hier, Ali, lassen Sie mich nicht wiederbeleben. Bitte Hilfe. Wahrscheinlich ein PvP-Server, oder? Sonst würde ich einfach PvP ausschalten. Weiß ja nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist das ein PvP-Server? Ansonsten einfach warten. Ich meine, ist vielleicht sinnvoller. Ich muss näher ran. Also PvP-Server, da kannst du halt das PvP nicht ausmachen. Da bist du halt dauerhaft PvP geflaggt. Heißt also, dich können dauernd andere Ziele angreifen, was natürlich doof ist. Okay. Beste Entscheidung ever. Sich für einen PvP-Server zu entscheiden. So. Ja. Auf jeden Fall, wie man sieht, hat sich gelohnt. Tja, ich meine, was willst du da sagen, ne? Ja, also PvP-Server an sich ist es ja nicht schlecht, wenn du denn wirklich gegen andere Spieler kämpfst, die in etwa gleich gut sind, dass du auch Chancen hast. Aber so ist natürlich doof. Wenn da irgendwelche 90er sind, die dann Leute umbringen, die Stufe, wird nicht mal angezeigt. Stufe, keine Ahnung, 60 sind oder so, oder ne, hier 66 oder 65 oder so, oder 64, keine Ahnung, irgendwas in dem Bereich halt. Generell alles, was irgendwie über 2 Stufen Unterschied ist, ist eigentlich schon unfair. Wahrscheinlich 2 Stufen schon, ich weiß es nicht, kommt ganz drauf an, welche Stufe es ist. Also Stufe, ich weiß nicht, 20 bis 22 ist, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied wie von Stufe 80 bis 82 oder so. Naja. So, habe ich jetzt... Wie viele Kerne habe ich? 4 habe ich schon, Mensch. Ach, das ging ja, geht ja voran hier. Einen Kern brauche ich noch. Außer Reichweite. So. Und hier machen dauernd jemand... machen dauernd Leute diese Arena-Quest da. Kennt ihr noch den Ring des Blutes? Ach ja, das waren noch Zeiten damals, als ich die noch gemacht habe, vor 2 Folgen gefühlt. Nee, wie viele Folgen ist das schon her? Keine Ahnung. Komm ja, die gehen ja langsam auf die 200 zu, ne? Krass. Es geht voran mit diesen Quests, mit den Folgen. Aber schon 200 Folgen, das ist ja unfassbar. Und ich muss ja weiter im Voraus aufnehmen. Ich muss mal gucken, was ich in Folge 200 mache. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was soll ich denn da machen? Ja, vielleicht eine Instanz. Aber ich level auch so schon so schnell. Eigentlich ist das... ja, weiß ich nicht. Was ist das? Ein kleiner Grollruf? Den brauche ich nicht. Garadar habe ich erreicht. Und dort kann ich jetzt gleich ein paar Quests abgeben. So gefühlt hunderte oder so. Okay. Beim nächsten Mal wird es dann eine kleine Leserunde. Ne? Das blaue Sofa oder so ähnlich. Keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich? Hier konnte ich doch irgendwas abgeben, ne? Nee. Nee, das war hier nicht, oder? Nee, 10 feindliche Spieler in Harlat töten war das hier. Okay. Ich dachte, ich könnte da irgendwas abgeben. Leider nicht. Na egal. So, wir wollen ins Gasthaus. Da werde ich dann nämlich beim nächsten Mal erholt sein. Ich würde sagen, ja, beim nächsten Mal gehen wir die ganzen Quests ab. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich weiß gar nicht, welche Folge das dann ist. Muss ich mal gucken. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Huch, blöde Kameraeinstellung. Warte, vielleicht so? Na, jetzt so? Nee, ist auch blöd. Ach Mann, ich gehe mal von dem Ding hier runter. So, na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Was macht der denn da? Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.